Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Dienstag Vormittag. Ich bin vorhin gerade vom Physio nach Hause gekommen, habe noch eine Kleinigkeit gegessen, weil ich vorher nicht gegessen habe. Und jetzt stürze ich mich einfach mal in die Hausarbeit, um mich auch abzulenken, weil ich in 2 Stunden ungefähr, 2,5 eventuell los muss. Ich habe heute meinen MRT-Termin. Und ja, mir geht so ziemlich der Allerwerteste auf Grundeis die ganze Zeit. Und um nicht wahnsinnig zu werden, habe ich mich jetzt einfach mal in die Arbeit gestürzt. Außerdem muss das eh gemacht werden. Deswegen ist beiden geholfen. Ne? Ich lenke mich ab, Hausarbeit wird erledigt. Win-win. Ja, ich habe gerade den Geschirrspüler aus- und eingeräumt. Habe den Herd eingesprüht, weil mir gestern die Kartoffeln übergelaufen sind. Und ich hatte gestern Abend einfach auch keine Lust mehr, das zu schrubben. Habe ich jetzt eingesprüht und ein bisschen abgedeckt mit einem Müllbeutel, damit es einfach besser einwirken kann und nicht antrocknet. Und in der Zwischenzeit verräume ich das saubere Geschirr, puzzle ich hier und da ein bisschen was zurecht und so weiter. Und dann muss auch schon ja alles einfach nur schnell abgewischt werden. Also so dolle Schrubben muss ich dann nicht mehr. Der Reiniger ist ganz gut, ein ganz normaler Küchenreiniger, aber durch das Abdecken und so ist es schon eine gute Sache. Dann ist es einfacher, naja, alles sauber zu machen. Jetzt verräume ich einfach das, was da auf der Spüle steht, von gestern aus dem Geschirrspüler einfach mal so zum fertig abtropfen, abtrocknen. Raufgestellt, die ganzen Nicer-Dicer-Sachen und eben ein bisschen Zeugs, ne, so Küchenhelfer. Und jetzt bin ich in der Küche auch schon fertig und die Wäsche von gestern, die ich aufgehängt habe, muss jetzt abgenommen werden. Wir haben ja jetzt bei diesen Temperaturen wieder Kamin an. Dementsprechend ist das auch schon trocken alles. Also nehme ich die Wäsche ab, lege die zusammen und gleich auf die richtigen Stapel nach Besitzer getrennt. Dann ist das auch schon weg und die Wäschespinne steht hier nicht im Wohnzimmer rum. Bei der Kälte gestern wollte ich einfach nicht draußen die Wäsche aufhängen. Im Wohnzimmer ist das schneller trocken geworden. Und dann räume ich das Ding einfach weg und ein bisschen hier und da was im Wohnzimmer auf, die Decke zurechtlegen und so weiter, dann die eine Holzkiste rausbringen, die ist leer, dann muss sie wieder vollgemacht werden nachher von den Männern. Und jetzt sauge ich einfach die ganze untere Etage durch. Ich habe mich vorhin richtig erschrocken, weil ich so im Rücken sozusagen, ne, so da sieht man einen schwarzen Schatten, im Flur, Raffi ist heute früher nach Hause gekommen, weil er Stundenausfall hatte. Die 7. und 8. Stunde sind ausgefallen, deswegen ist er nach der 5. schon zu Hause. 6. ist dann ja Pause gewesen bei denen. Ja, jetzt ist er schon da, also kann ich ihm auch ein paar Aufgaben übertragen. Und ich selber sauge ich jetzt mal zu Ende alles durch und dann wird nochmal gewischt der Boden. Also das muss unbedingt sein. Die letzten Tage habe ich nur so punktuell hier und da mal mit so einem feuchten Tuch ein paar Flecken weggemacht, aber das ist ja nicht so das Wahre für so eine große Fläche. Deswegen habe ich einfach meinen Putzeimer von Veleda mit dem Wischmopp geholt, Wasser rein und ein Tropfen von dem Allzweckreiniger von Amway. Und dann wische ich einfach die ganze untere Etage durch.
Im Badezimmer habe ich gestern zwar alles geputzt, nur den Boden nicht. Den habe ich nicht mehr geschafft. Also mache ich das heute auch gleich mit, natürlich. Normalerweise putze ich im Badezimmer oben und unten oft per Hand. Jetzt nicht mit Wischmopp oder sonst was. Da kommt man einfach besser in die Ecken rein, hinters Klo und so weiter. Aber diesmal habe ich einfach mit dem Wischmopp alles gemacht. Jetzt alles noch im Wohnzimmer. Also einfach nur nach hinten raus, ne? Rückwärts raus, ne? Küche angefangen und Ende ist dann im Anbau, so dass man auch gleich rausgehen kann und den Eimer auskippen. Und da der Reiniger von Amway biologisch abbaubar ist, ist es absolut kein Problem. Man kann das Wasser hinterher einfach in die Blumen kippen. Danach, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Putzen, gehe ich noch schnell duschen und mache mich fertig für meinen Termin. Das heißt, einfach schon vorsorglich die Ohrringe raus und Klamotten anziehen, die man dann nicht ausziehen muss, wo kein Metall dran ist und so weiter. Und dann kommt auch schon Easy nach Hause und wir fahren los. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran, jetzt direkt vor der Kamera. Ja, wir haben auch schon 10 vor 8. Mann, so spät. Naja, um 10 vor 3 hatte ich meinen Termin. Wie es gelaufen ist, erzähle ich euch ein bisschen später. Danach hatten Isi und ich richtig Hunger und waren bei McDonald's. Danach waren wir im russischen Laden und dann sind wir ins Rewe-Zentrum gefahren. Und im Rewe-Zentrum waren wir zuerst bei der M, hier die Tüte, und dann bei Rewe. Und bei Rewe wollte Easy wieder mal spielen. Oder das allererste Mal haben wir dieses Gerät zum selber scannen, ne? So zum piep. Selber. Piep, piep, genau, da kommt die Piep, piep, sag hallo, Piep, piep. Hallo. Das hat Spaß gemacht. Die hat erstmal dann gepiept und ja, zum ersten Mal, da weißt du es nicht so genau, wie das so, ne? Also liefen wir dann mit dem Piep Piep durch die Gegend. Ich stand an dieser Station und dachte mir, gib mir das! Das war mein Gesicht. Da muss man aber was erstmal anklicken und so weiter und dann wird irgendein davon von den Geräten freigegeben. Und die steht da, gib her! Ich sag, ja, guck doch erstmal. So, du raus, ich mache schnell den Haul und dann brülle ich euch zusammen, dann könnt ihr das ganz schnell verräumen. So, ich zeige euch einfach mal, was es alles geworden ist. Also viel ist das nicht. Wir haben hinten nur Katzenfutter habe ich nur hinten gelassen, genau. Wir haben nämlich bei Rewe und bei der M Katzenfutter gekauft. Das Katzenfutter von Rewe ist hier drin, aber von der M haben wir so eine Palette, also 12 Stück, gleich so mitgenommen und die haben wir gleich hinten gelassen. Wir fangen mal mit dem russischen Laden an und zwar mit irgendwas, was bei mir sehr, sehr selten, so gut wie nie zu sehen ist. Es ist tatsächlich Alkohol. Mein Stiefvater hat übermorgen Geburtstag und da habe ich für ihn jetzt einfach mal was gekauft. Mir hat die Flasche so mega gefallen. Guckt mal, wie schick die aussieht. Das ist Weißwein. Samirich Dam. Okay, ist nicht ganz so das, was eigentlich zum Geburtstag für einen Kerl. Aber egal. Mir hat einfach die Flasche so gut gefallen. Und ja, er trinkt gerne mal sowas. Also habe ich gedacht, ich schenke ihm einfach mal diese Flasche. Und dann kommt dazu noch ein Gutschein. Ich weiß nur nicht, wo Easy Lisi den reingepackt hat. Muss ich gleich fragen, wo sie den Gutschein gelassen hat. So, dann habe ich im russischen Laden noch unseren mittlerweile Lieblingstee gerade mitgenommen. Zweimal. Das ist der schwarze Tee mit Bergamott. Dann habe ich Kefir, eine Flasche Mayasimya Kefir mitgenommen. Isi wollte unbedingt Doktorske Kolbasa, also Wurst aus Hähnchenfleisch, mit haben.
Dann habe ich für meine Schwester vor allem die Matagien. Liebt sie. Ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, oder ja, fast jedes Mal, wenn ich dran denke, nehme ich ihr immer welche mit. Dann natürlich meine Lieblingspralinen. Einen Sacke. Meine goldene Lilie. Und hier sind ein paar andere Pralinen, die ich noch nicht kenne, zum Probieren. Das war's. Russischer Laden abgehakt. Jetzt kommt der M. Bei der M habe ich mir diese hier, die sehen bequem aus, weil sie wirklich aus einem Stück Gummi gemacht sind. Badelatschen, weil meine, die fürs Thermalbad, kaputt sind. Dann haben wir noch mitgenommen die Gefrierbeutel. Brauche ich immer wieder und immer wieder. Einmal 3 Liter, einmal 1 Liter. Katzenfutter. Ich habe ja gesagt, ich habe Katzenfutter mitgenommen. Aber ich habe auch Leckerlis. Wo ist noch eine? Hallo! Da. Die gibt es nicht überall, diese Sorte. Deswegen habe ich gleich 4 Stück mitgenommen. 45 Cent das Stück. Die mit dem Katzengras. 4 Katzengras Leckerlis. Also diese Knabberkissen. Dann, ihr wisst ja, ne? Limited Edition Opfer. Sowieso. Habe ich von Balea Summer Vibes Handseife und einmal Kokos und Pfirsich. Das, weil mir der Duft super gut schnuppert. Und das, weil es auch Duft erstmal Pfirsich, ne? Oh Gott. Irgendwas. Auf jeden Fall nach Pfirsich und irgendwas. Und das ist Limited Edition. Bei uns geht die Handseife sehr, sehr schnell weg. Weil wir nun mal viele sind, ne? Deswegen schadet das nicht. Entkalkzeugs von Denk mit. Mitgenommen. Dann habe ich tatsächlich gleich 3 Stück von meiner Tagescreme. Na, ich habe die immer drauf. Das ist diese leicht tönende Tagescreme mitgenommen. Wo ist die dritte? Ja. Von Balea BB Tagescreme 5 in 1. Mit Lichtschutzfaktor 15. Einmal für die Tasche fürs Thermalbad. Einmal für die Tasche fürs Fitnessstudio. Und einmal für zu Hause. Logisch doch, oder nicht? Dann muss man nicht immer wieder das umswitchen, dann vergisst man das. Nö, ich deponiere das gleich in jeder Tasche. Fertig. Ach so, hier ist dieses Teil hier für die Latschen gewesen. Die Latschen haben 6,95 € gekostet. 95, ja. Isabel hat sich so einen Sonnenschutz mitgenommen. Das ist ein Serum. Weiß ich nicht. Wollte sie haben. Hat mir erstmal dann noch Lektion im Muttchen. Ne? Also, Sonnenschutz ist wichtig. Ich weiß. So, ich habe für mich Arnica Roll-On Wärmend mitgenommen. Für die Handtasche vor allem. Manchmal ist das echt notwendig. Dass ich mir was auf den Rücken so zwischendurch beim Einkaufen oder so auftrage. Für Äffchen. Der ist bei uns so einer, der gerade Probleme auch durch die Migräne und sonst was hat mit dem Schlafen auch. Aber ich will ihm natürlich keine richtigen Tabletten geben. Nicht solche, wie ich nehme, schon richtige Medikamente. Deswegen kaufe ich ihm gerne sowas, was so. Und ich habe jetzt hier Melatonin und Hanf mitgenommen. Hanf. Ja gut. Ohne Gewöhnung und so weiter zum Einschlafen. Vielleicht helfen die. Das sind Lutschtabletten. Für mich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will nicht auf irgendwie heftige Medikamente zugreifen. Deswegen habe ich jetzt erstmal mir sowas mitgenommen. Abführkapseln. Ja. Hoffentlich bringt das was. Dann. Mit der App günstiger, also alles, vieles davon ist mit der App gerade günstiger. DM-App. Rixona Deos sind gerade im Angebot mit der App günstiger und ich habe 2 neue Sorten mitgenommen.
Summer Moves Limited Edition und einmal Wassermelone, glaube ich, ist das. Wollte ich mal haben, ja. Zwei Deos. Das geht so schnell weg, von daher ist es nicht so schlimm. Und Äffchen hat gebeten, irgendwas, der hat auch mal, ne, so mit der trockenen Haut zu tun. Also haben wir jetzt Dove Men & Care. Ist gerade auch in der App günstiger, einmal sensitiv und einmal normal mit extra Hautpflegezeugs. Ne? Das sind so Duschgels, die mit Feuchtigkeitspflege und weiß der Geier was noch alles. Haben wir gleich große Flaschen genommen, passt. Das war jetzt DM, ne? Wie gesagt, noch eine Palette Katzenfutter. Und jetzt kommen wir zu Rewe. Bei Rewe gerade im Angebot die Wagner-Geschichten. Hoppala. Ich habe jetzt hier einmal Thunfisch, Hähnchen und Mozzarella. Wir haben keine Pizza mehr. Ralfi hat alles aufgefuttert in den letzten Tagen. Und genauso haben wir einmal Piccolinis Brezel und Piccolinis Normal. Beides in Käse. Jo, das ist jetzt das. Dann war richtig, habe ich aufgebraucht, in der Dose ist rein gar nichts mehr. Rote Linsen, zwei Packungen haben wir gleich mitgenommen. Dann haben wir auch nur zwei, muss ich zu Kaufland noch. Da sind die günstiger, andere Firma. Rein Rindsalami für Rafi vor allem. Für mich, ich nehme diese geschrottete Leinsamen. Und ich rühre die immer in diese kleinen Activia-Becher rein. Das ist genau die Größe, die ich schaffe, ich sag mal den Joghurt, ne, morgens in mich reinzustopfen. Ich kann nichts, also ich kann nicht so viel essen. Ich esse sehr wenig in letzter Zeit. Manchmal erst mal halben Tag gar nichts, bis ich irgendwann mal dann was esse. Und deswegen denke mal, auch für die Verdauung vor allem, mit den Leinsamen ist diese Größe besser. Also besser als gar nichts, sage ich mal so. Im Angebot sind gerade die Müller-Joghurt mit der Ecke. Also haben wir jetzt hier 10 Stück unterschiedliche Sorten eingepackt. Für die Arbeit und Schule ist bei uns sehr, sehr wichtig. Dann habe ich auf Rat von einer von euch, weiß nicht mehr wer das war, Pflaumentrunk bei Rewe mitgenommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht unbedingt super lecker ist, aber na was soll's, nehmen wir. Madame Grey gibt es nur bei Rewe und zwar nur bei dem Rewe bei uns, also habe ich jetzt mitgenommen. Auf der Jagd nach Solo-Knoblauch war ich die letzten Wochen. Weder Kaufland noch Lidl hatten die. Rewe hatte die mal. Also habe ich jetzt die mitgenommen. Joghurt hat Christians Freund, der hier jetzt übers Wochenende war, aufgegessen. Der macht das nämlich auch. Jeden Tag macht er sich abends vor dem Schlafengehen Leinsamen einweichen ins Wasser. Und morgens haut er sie sich einfach in so einen puren Joghurt rein. Ja, und der hat jetzt aufgebraucht. Nudeln. Ich mag diese Nudeln total gerne, diese Hörnchen mit Frischei und so weiter. Deswegen habe ich jetzt zwei Packungen mitgenommen. Philadelphia ist gerade im Angebot. Isabel hat für sich die mit Kräutern mitgenommen. Und tada! Bei Kaufland haben sie seit Monaten den nicht mehr gehabt im Sortiment. Also habe ich gleich drei Stück mitgenommen. Die sind lange haltbar bis Ende Juni. Mein Lieblingsfrischkäse, Gemüse, Traum, Paprika, Tomate. Habe ich mich gefreut, dass ich das gesehen habe. Also habe ich gleich drei Stück mitgenommen. Dann habe ich noch diese hier mitgenommen. Das sind so kleine Tütchen. Steht zwar jetzt Patisserie und so, ne, für Pralinchen oder so, aber auch für andere Sachen. So kleine Geschenktütchen, wo man jetzt Gebäck oder irgendwie Pralinen tatsächlich oder sowas verschenken kann. Dann habe ich solche Tomaten, habe ich sonst nirgends gesehen, so ne, im Verkauf, außer auf dem Markt höchstens mal. Habe ich jetzt zwei Orangen und zwei Gelbe mitgenommen, wollte ich mal testen. Dann haben wir noch ein bisschen was Gesundes, Bananen. Ziemlich grüne Bananen mit Absicht. Dann habe ich eine Gurke
und einmal helle Tomatenkernlos, logischerweise. Dann haben wir hier Fisch. Ich lege das gleich in den Kühlschrank und dann gibt es den morgen angebraten. Das ist MSC Seelachs steht. Filets, das sind richtig praktisch grätenfrei Filets, also habe ich jetzt mitgenommen. Dann haben wir ein bisschen was aus der Backabteilung mitgenommen. Weiße Kuvertüre. Kuchenglasur Bourbon Vanille, 2 Stück. Und einmal Kuchenglasur Alpenvollmilch. Dann haben wir gerade, wann war das? Vorgestern. Ja. Pommes gemacht und mein letztes Pommesgewürz aufgebraucht. Also habe ich jetzt nachgekauft. Und irgendeiner hat demnächst Geburtstag. Also hat Isi die hier mitgenommen. Ja, die backt mir, die hat gesagt, am Sonntag backt sich hier für Montag für mich einen Kuchen. Und für gemeinsame mit Familie, ne, Feier darf ich dann wieder backen. Ja, Brot haben wir mitgenommen. Ne, so, da geschnitten gerade noch selber und so. Das ist, was haben wir denn da jetzt? Ups. Achso, Roggenzwilling ist das. Dann einen kleinen Sack Kartoffeln, ja, für eine Suppe reicht es eventuell. Einmal diese Brötchen, das sind Vollkornbrötchen zum Fertigbacken, ein Paket, nur eins. Und dann haben wir noch diese Äpfel, das sind Elster, süß-würzig. Dirk mag das total. Ja, und hier habe ich ja gesagt, ne, Miepfutter, ein paar Dosen Miepfutter haben wir jetzt. 10 Stück haben wir jetzt bei Rewe mitgenommen und 12 bei DM. Ja, das ist jetzt alles. Das ist jetzt der Einkauf. Gesundheit! Uiuiui. Genau, das ist jetzt Einkauf, 3 Läden. Ja, 3 Läden Einkauf. Ist aber ein kleiner Einkauf. Also normalerweise Wocheneinkauf ist viel, viel mehr und hier ist noch sogar eine ganze Ecke vom Tisch frei, da ist noch frei. Ja, so viel war das heute nicht, aber ich muss sagen, nach dem Termin bin ich froh, dass es nicht so viel geworden ist und ja, ich muss die Woche wahrscheinlich noch einmal so Richtung Wochenende, vor allem auch mit dem Gedanken an Geburtstag, an Backen und so weiter, noch vielleicht was einkaufen, aber fürs Erste reicht es, denke ich mal. Jetzt brülle ich mal Mitbewohner zusammen, die dürfen den Kram verräumen. Ich muss Isi fragen, wo sie die Gutscheinkarte gelassen hat, hier ist sie auf jeden Fall nicht. Ja, und dann sehen wir uns einfach mal im Arbeitszimmer wieder, damit ich euch berichten kann, wie ich den Termin heute überlebt habe. Dass ich ihn überlebt habe, ist ja schon mal klar. Bis gleich. So, wir haben jetzt alles verräumt. Die Jungs haben vorhin ohne uns gegessen. Ich hatte ja von gestern noch was. Haben sie sich noch Nudeln dazu gekocht und haben sich selbst versorgt. Und jetzt ist Feierabend. Jetzt nur noch vor den PC und dann Video bearbeiten und irgendwann mal ins Bett. Ja, wie war es beim Termin. Naja, hier sieht es abenteuerlich aus, aber die junge Dame hat es tatsächlich geschafft, obwohl ich richtig, richtig bescheidene Venen habe, hat sie mit dieser Babybrunnüle es geschafft, hat sie mir das, konnte sie mir dann Zugang legen, weil das mit Kontrastmittel war, ne? Das MRT war unbequem. An sich habe ich das gut überstanden. Vorher aber natürlich, als ich da reingegangen bin und dann nur die Röhre gesehen habe und dann musste ich mich auch noch da erstmal sportlich betätigen, halbwegs, wie die eine dann gelacht hat. Ist erstmal dann mein Herz so, ne, keine Luft gekriegt und dann die Frauen da total lieb alle und ja, alles gut. Die Ärztin ist schon unterwegs, die kommt gleich und macht eben die Spritze und so.
Aber ich musste da so unbequem liegen. Erstmal auf dem Bauch, dann musste ich den Arm so ausgestreckt in so eine Vorrichtung legen und dann mich auf die rechte Seite drehen. Und dann haben sie erstmal irgendwas rumgepolstert, hier irgendwas untergelegt, da was untergelegt, hier, damit ich den Kopf ablegen konnte. Und so auf der Seite mehr oder weniger irgendwie hat man mich dann reingefahren. Und diese 10 oder fast 1/4 Stunde, in der Zeit ist der Arm halb abgestorben, habe ich das Gefühl. Es hat dann gekribbelt und gezwirbelt. Also ich habe da wirklich auch während des Ganzen immer mehr Schmerzen gekriegt in der Schulter und im Arm, ne, weil er so halt, ne, so über dem Kopf ausgestreckt halbwegs und ich dann drauf lag. Aber naja, ich habe es überstanden. Die hat mir nur die halbe Spritze gegeben, das heißt, ich habe nicht geschlafen oder so. Alles mitbekommen, auch sogar zwischendurch die Augen aufgemacht, aber durch die Diazepam, ne, es ist ja dieses Beruhigungszeug, konnte ich ruhig bleiben. Also das hat mich da relativ wenig dann gestört. Ohne hätte es aber nicht funktioniert. Obwohl die Röhre tatsächlich größer ist, habe ich auch gemerkt. Diese Röhre ist angenehmer als die alte. Die haben ja vor kurzem eine neue Röhre bekommen, die 10 cm eben größer ist. Aber trotzdem, ohne hätten die mich da nicht reingekriegt. Das ist schon mal klar. Aber jetzt ist das überstanden und der nächste Termin ist in Juli. Da ist dann das Handgelenk dran. Ich habe auch gleich die CD bekommen mit den Bildern. Das heißt, ich muss morgen beim Arzt anrufen und schon mal Termin wegen Ellenbogen machen. Ich warte jetzt nicht, bis beide Sachen durch sind, sondern Ellbogen ist ja jetzt so quasi fertig. In 5 Tagen ungefähr ist der Bericht auch, naja, irgendwann mal nächste Woche, denke ich mal, Anfang Mai, Bericht auch beim überweisenden Arzt, beim Orthopäden. Und da für die Zeit mache ich mir dann jetzt irgendwie einen Termin, damit er schon mal wegen Ellenbogen guckt und eventuell, was da an Behandlung nötig ist, in die Wege leiten kann. Und Handgelenk dann halt im Juli ist dann so. Für Juli, für den Termin habe ich auch gleich gesagt, dass das wurde auch gleich vermerkt, dass das nur mit der Spritze gemacht werden kann. Naja, so sieht's aus. Hat auch gar nicht so lange alles zusammen, eine Stunde vielleicht eben, mit ein bisschen warten vorher, dann was ausfüllen, dann bei der Ärztin und dann noch ein bisschen warten, Zugang legen und so weiter. Danach warten, bis sie mir die Bilder gebracht haben. Ich bin so müde. Ich könnte jetzt einfach umkippen und schlafen. Das ist auch so die Nachwirkung, nehme ich mal an. Mitunter auch, ne, von dem Medikament. Ja, aber das ist jetzt so ein großer Stein schon mal vom Herzen geplumpst, das einmal schon erledigt ist. Ja. Leider konnte ich das nicht zeitlich dann schaffen, zu meiner Schmerztherapeutin, also in die Praxis, um die Karte vorzulegen, die Überweisung abzugeben. Das heißt, ich muss das dann nochmal die Tage selber erledigen. Ich nehme mal an, so geplant ist das. Ich werde gucken, wie es mir morgen geht, dass ich dann morgen einfach zum Fitness fahre, jetzt seit 3 Wochen, das 4 Wochen fast schon, zum ersten Mal wieder. Minimal. Ich werde da jetzt nicht volles Programm durchziehen, aber ein bisschen wieder anfangen mit dem Fitness und dann kann ich das auch gleich miterledigen. Ist ja gleich in der Stadt da auch bei meiner Schmerzärztin ranfahren. Die ist dann morgen auch da. Kann mir dann auch gleich die benötigten Rezepte ausstellen. Ich brauche wieder die Medikamente, ne, Hydromorphon und so weiter. Genau, das ist jetzt der Plan für morgen. Und übermorgen nach der Wassergymnastik dann erstmal zu meiner Mutter, weil Jürgen Geburtstag hat, ihr Mann. Genau. Aber für heute war es das. Das war jetzt mein Tag, ne? Ein bisschen Hausarbeit zum Ablenken zwischen den Terminen und jetzt noch so ein Mischmaschroll. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nur so ein bisschen was war.
Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.